Alles klar, Eddie. Oh, danke. Oh mein Gott. Du hast Eddies Wunden einfach so geheilt. Okay, zeig noch mal. Ja! Oh, danke. Ja! Was? Ah! Weil du Eddies Wunden geheilt hast, werde ich dich Heili nennen. Hey, was ist hier los? Eddie ist seit einer halben Stunde hier und vollkommen unversehrt. Na, weil Heili ihn mit seinen Heilkräften geheilt hat, du Dusselchen. Heili? Heili ist die Kurzform von Heilifer und ich bin sein Erdenvater. Das ist der Wahnsinn! Das beweist, dass es Leben im All gibt! Ja, ich stehe nicht so auf Sci-Fi. Das ist kein Sci-Fi, nur Sci. Tu mir einen Gefallen und spieß seinen Kopf auf, zerhack seinen Körper in winzige Stücke und zwing ihn dazu, die Stücke zu essen. Nein, er okay? ist der Beweis dafür, dass es noch anderes Leben im Universum gibt. Er hat meine Peitsche in eine Lakritzpeitsche mit Pfefferminzgriff verwandelt. Heili, ja? Ja. Ja, komm her, Heili. Kannst du das heilen? Oh, das ist ja der Hammer! Habe ich Haare? Du siehst aus wie Willy Wonkas Koksdealer. Ich habe Lakritzhaare. Du hast jetzt Lakritzhaare. Schlag ihm den Kopf ab. Nein, er stammt von Zeta Reticuli. Schneid ihm auch den Finger ab und zwing ihn zu essen. Ich will das nicht tun, Heili. Du bist was ganz Besonderes. Und du bist mein kleiner Spatz, den ich immer bei mir haben will. Aber denen ist egal, ob du was Besonderes bist oder süß oder dass du mein kleiner Spatz bist. Dizay, halt seine abgefahrenen Riesenfüße fest. Gott segne dich, kleiner Spatz. Hey, Gary, da. Was ist das? Keine Ahnung, Mann. Sieht wie Pflanzen aus. Das ist Weed. Sieh dir das an, Gary. Tomaten und Spargel. Das war Heili. Er hat die Pflanzen im Teersand wachsen lassen. Eine Paprika. Eine gelbe Paprika. William. Ja, Gary? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, klar. Was denn? Ich fühle mich, als würde mein ganzer Körper Energie tanken. Ja, anscheinend passiert sowas, wenn man mal was anderes als nur Kreide isst. Woher hast du denn Kreide? Hab ich aus dem Konferenzraum. Deswegen gibt's da nie Kreide, Leute. Hey, Heili! Du bist doch getarnt. Hör auf, Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Was zum Teufel macht ihr denn da? Nichts. Wir hängen nur mit unserem Kumpel William rum und genau. Machen ein bisschen Pause. Das ist nicht William. Ja! Ja! Das tut weh! Er macht meinen Computer kaputt! Du hast gesagt, er läuft nicht schnell genug, also repariert er ihn. Er reißt seine Eingeweide raus. Hallo, Gary. Wow, seht euch das mal an, er hat sich einen Übersetzer gebaut. Ich weiß nicht, auf welchem Teil deines Planeten wir sind, aber ich will nach Hause. Stell dir vor, ich will auch nach Hause, er will nach Hause. Alle hier wollen wieder nach Hause. Du bist eine Seele, dein Körper ist tot. Ich kann in meinen Körper zurückschlüpfen. Auf der Erde? Ja, ich kann mich heilen. Aber eigentlich sollen wir die Hölle nicht verlassen, Heili. Hilf mir zurück in meinen Körper und ich nehme dich mit zu meinem Planeten. Wir haben einen Baum, auf dem dein Lieblingsessen wächst. Du willst mir weismachen, dass ihr einen Baum habt, auf dem Partei wächst? Aber hallo. Und wir haben geile Sexroboter, die dich befriedigen wollen. Komplett nackt, Triple X. Ich will mit. Nein. Halt dein Maul, ich will dich was fragen. Halt's Maul. Machen die Handjobs? Naja, die machen alles. Du kannst auch mehr haben als nur Handjobs.